So, Mahlzeit, einen machen wir noch. Jetzt mit dem Workhorse. Workhorse. Das ist von den Engineers, wie man hier sieht. Hier ist einer von den Lunatics. Man sieht, was der für einen hohen Power-Score hat, obwohl es ein Standardfahrzeug ist. Da fehlt mir aber die Hälfte aller Teile. Nein, nicht ganz die Hälfte, aber einige fehlen. Hallo. Achso, das kann ich zumachen hier. So, das ist Workhorse, ein Power Score von knapp 2000. Jetzt drücke ich schon wieder auf das Falsche. So, also Power Score von nicht ganz knapp 2000, wie komme ich auf 2000? 60, 74, hat die meiste Energie verbraucht, habe auch hier wieder nur einen Punkt frei. Habe sonst nichts weiter hinten drin. Ich habe hier hinten noch, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Wagenheber. Das ist auch schon alles. Also ich habe keine Kühlung und habe hier drei Maschinengewehre drauf. Und vorne die beiden Beile, das ist auch schon ziemlich. Ich bin da noch gar nicht gefahren, glaube ich, wenn ich mir recht entsinne. Deswegen mache ich jetzt einfach mal ein paar Gefechte hier. Zack. Und ja, was war ich? Hole die Fahrerkabine hier. So. Gleich mal rein hier. Oh. Ich konnte es leider nicht sehen, wie der Powerscore von den anderen ist. Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein noch sehen kann. Ich würde sagen, wir fahren mal vor und schießen die ein bisschen kaputt hier. Okay, eins habe ich ihn abgeschossen. Ich will den wegkriegen. Ich habe nur noch ein Geschütz drauf. Ich glaube, der macht mich sogar noch. Also knapper geht's ja gar nicht mehr. Ich habe nur noch 42 Strukturpunkte. Das ist natürlich scheiße. Aber ich habe noch einen MG. Oh shit. Ich werde gleich hochgehen. Und ich habe nicht mal einen Kill. Wir haben nur ein Fahrzeug und wir haben schon verloren. Hey! Die Drohnen nerven auch. Ich meine, es ist aber trotzdem unterhaltsam, weil man kann hier wirklich die billigste Billigkarre fahren. Wie zum Beispiel hier den Anfängerwagen. Und einfach irgendein fettes Geschütz draufballern. Ja, sodass man vielleicht einen Powerscore von 1200 hat oder so. Und dann kommt man in solche Gefechte rein hier. Und metert natürlich alle weg dann. Oder Powerscore von 1600. Ganja Ninja. Okay. Den Weg frei. Was auch viele in letzter Zeit häufiger machen, ist die Basis verteidigen, die eigene. Das habe ich jetzt auch schon häufiger mal wieder gemacht. Bisschen Schaden habe ich gemacht, also mindestens 12 Schadenspunkte. Oh shit. Sorry, Digga. Ich sehe gar keinen. Also weiß ich jetzt nicht genau, worauf der schießt hier. So, einfach mal cappen. Jedes Stück vom Kreis bringt der Punkte. Aber wo ist denn der? Ach, da sieht er den. Begraben den Bruder! In dem Fall. Das ist keine männliche Person. Oder noch einer. Das schaffen wir, das schaffen wir ganz knapp. Jibui und MVP. Immer schön, mal wieder sowas zu sehen, aber das ist auch der niedrigstufige Bereich, sag ich mal.
Hat die Besitzer einer Drohne zerstört, die sich gerade in die Luft befindet. Ach, na, was nicht für weiß ich nicht, also irgendwelche Aufkleber hier gibt, ne? Höchste Punktzahl, was ist denn die höchste Punktzahl? Mhm. Okay. Oh ja, mein Rücken wegen, muss ich mal durchtrainieren. So, da habe ich schon 2000, welche über 2000 drin. Ich guck ja immer mal durch. Ich glaube, der mit 2800, der müsste, ja, weg sein. Der da drauf. Ist das eine Gatling oder sowas? Abschuss, Hilfe, schnell weiter hier, hallo. Oh, mir fällt schon vorne raus. Der muss gejagt werden. Mir fehlt gar kein Vorderrad. Wie komme ich drauf, dass mir ein Vorderrad fehlt? Oh, Scheiße! Fuck! Der ist nämlich gleich weg. Hätte ich auch nicht mehr lange raufballern müssen und dann hätte ich mir den noch geholt. Ich habe schon wieder kein Kill, dafür ein paar Abschusshilfen. Ah, mein Gott, was soll ich denn damit? Aber ich meine, so drei Gefechte, die ich jetzt so im Durchschnitt mache, sind ja eigentlich auch nicht ausschlaggebend. Es gibt halt auch Tage, da läuft es halt für das eigene Team mal schlechter. Manche bauen sich, ich habe hier wirklich Fahrzeuge gesehen, das sind gar keine Fahrzeuge. Das ist einfach nur so wirklich Stahl zusammengeschmissen und irgendwie Geschütze drauf. Also wirklich, da haben sich die Leute einfach, die haben einfach nur, man, wie soll ich das erklären? Nur versucht irgendwie schnell einen Powerscore zu erreichen und trotz allem. Also ich habe mir überlegt, so wie, wer hat das gebaut? Also ich meine, wie kommen die auf sowas? Das war echt so nicht mal wirklich wie ein Fahrzeug aus. Das war Schrott auf Rädern. Wirklich alles kreuz und quer. Also ich kann das nicht schwer beschreiben. Und halt Geschütze drauf. Das sah echt verrückt aus. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Nicht wirklich häufig, aber also manche verstehen vielleicht das nicht so genau, was sie da machen sollen oder so. Aber naja, können ja noch genug üben. Oh, wie sind Fette drin. Irgendwie habe ich halt mit meinem Hals irgendwie, weiß auch nicht, vielleicht sollte mal so ein Hustinette hier lutschen oder so. Die müsste eher hier mittig sein, ne? Diese komische Basis. Ah, die kippen ja schon. Ich sage ganz ehrlich, ich fahre hier nicht vor. Okay, jetzt habe ich gesehen, es sind zwei. Drei. Ja, läuft ja mal scheiße heute. Läuft ja mal richtig scheiße. Oder es liegt an der Karre. Ich kann auch schwer beurteilen jetzt. Obwohl, na, eigentlich ein bisschen kann ich schon beurteilen. Also ich finde, die fertigen Fahrzeuge, die vorgefertigten Fahrzeuge, sind nicht unbedingt zu der Bringer. Ich meine, gut, ich glaube schon, dass die wenigsten die Fahrzeuge so fahren, wie sie diese bekommen. Die bekommen sie und werden wahrscheinlich gleich erstmal die Hälfte abbauen da. Oder zumindest die ganzen Geschütze austauschen. Ich mache gleich noch einen kurzen Raid.
Ich glaube, das werden wir auch schon wieder verlieren. Aber der Typ hat immerhin schon 3 Kills. Ja. Bis ich nochmal dahin gerafft hat. Da war noch ein anderer mit 3 Kills. Und der hat nur die Drohnen hier. Ja. Die aber relativ viel Schaden machen, so wie das aussieht. Ach, schon überlegt, ob ich mir mal eine zulege hier. Das Blöde ist, wenn die Drohnen natürlich abgeschossen werden. Ich meine, man kann sich selber nicht richtig verteidigen, ne? Und das ist natürlich scheiße. Also Warcross hier, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Okay, ich mach mal einen Raid. Ich kann ja eh nur die ganz einfachen machen hier. Frachtgutrennen. Und in der Festung mache ich die Frachtgutrennen hier. Weil ich finde diesen Schiffsfriedhof jetzt nicht so prickelnd. Die haben also Powerscore, ich bin's. Ich verstehe auch nicht, wieso kommt man mit solchen Leuten hier zusammen? Das ist irgendwie. Also irgendwie gibt es hier nicht so eine richtige Grenze, habe ich das Gefühl. Und natürlich werden die Gegner auch nicht so einfach sein für mich. Das ist mir nämlich auch schon ein paar Mal aufgefallen. Oh, fuck off. Die machen ganz schön viel Schaden. Da sieht man hier erstmal, was ich schon für Schaden abbekommen habe hier. Und mir fehlt hier auch schon, ja, jetzt schon wieder selber Scheiß hier. Ab zur nächsten Kiste. Ja, Rockhouse finde ich bisher mit am schlechtesten überhaupt. Okay, das kann man natürlich hier auch schlecht jetzt sagen, weil das sind ja alles Fahrzeuge, die haben eine viel bessere Bewaffnung als ich, also die KI-Fahrzeuge hier. Ich habe es auch schon gehabt hier, dass die immer nur zu den Kisten gerast sind, einfach gar keinen abgeschossen haben. Und dann hatten wir so viel an der Backe, dass die uns ja alle platt gemacht haben. Ah. Oh, ich glaube, ich bin gleich weg. Zielen ist auch nicht mehr richtig drin hier. Shit. Ich habe auch schon Geschütz verloren, das ist natürlich blöd dann. Oh, ich falle besser nicht rein. Der hier muss eigentlich weg. Ich muss zuerst weg. Gerammt. Und, ja, ich bin wirklich gleich weg. Oh. F. Aber ich gehe noch mal rein, das ist mir egal. Man kriegt ja auch nur so einen kleinen Erfolg, wenn man ohne Wiedereinstieg, da hatte ich in einem Video davor, glaube ich, ohne Wiedereinstieg reinkommt. Oh Mann, ich mache hier einen Mordschaden. Ich treffe ja auch fast ab und zu mal. Noch mehr, ich bin ja leer jetzt. Okay, jetzt haben wir auch einen verloren hier. Wieder weg. Das hat sich dann natürlich erstmal erledigt. Dann. Oh, scheiße. Einfach schnell die Kiste holen, würde ich sagen. Ich versuche mal einfach reinzurasen. Diese verkackte Kiste zu holen.
Jo. Hat ja gut nicht geklappt. Der explodiert hier auch gleich, der Kollege. Alter, fahr doch einfach da rein und hol schnell die Kiste. Ja, ich glaube, das schaffen wir noch. Juhu. So, ja, hier Sachen abgeschossen. Geschoss zerstört, Labasylt. Oh, fast 200 Dings noch bekommen hier, 200 Schrott. Ja, wahrscheinlich bin ich der Schlechteste. Nee, ich bin der Zweitbeste. Aber wie gesagt, das macht dir nicht viel aus. Das ist ein marginaler Punkteunterschied hier. Ja, das war das Workhorse hier. Ja, bin ich echt gar nicht überzeugt. Also, ich weiß noch, den Snappy Buggy. Was für ein Scheiß. Den fand ich ziemlich gut. Also, das war das Ding, das hat man hier ja, als Testteilnehmer bekommen. Den finde ich richtig witzig. Und, Fang, ja, geht so. Ansonsten hier gab es ja noch die El Viper, fand ich ganz gut. Und ja, das Anfängermodell ist halt ein Anfängermodell. Aber ich glaube, die Viper war mit am geilsten irgendwie. Oder der Viper, Viper Jeep. Und also Workhorse finde ich bisher so eigentlich. Ja, eigentlich für die Tonne. Aber was heißt für die Tonne? Aber es ist halt irgendwie. Wer überzeugt mich nicht? Aber ich werde mal noch ein paar Runden damit fahren. Vielleicht verbessert sich das noch. Und ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Ihr lasst ein Abo. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Oder ihr lasst es halt eben. Was ich euch nicht empfehle, denn. Oder sonst, ne? Also viel Spaß beim Zocken. Bis demnächst. Ciao, ciao.